Hommage gehört, Hommage gesehen. Und aber ist es überhaupt so? Thank you.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu den beiden Halbfinals im Doppelbrab der Junioren A und der Schützenklasse. Wir machen heute in abgeänderter Form eine gemeinsame Vorstellung von allen Schützen auf dem Stand C. Die Junioren werden ihr Finale gleichzeitig auf Stahl-Bertha schießen. Wir wollen natürlich damit auch dem gerecht werden, weil viele nach Sul noch fahren zur deutschen Meisterschaft im Skischießen. Und deshalb halten wir uns gar nicht lange mit dem auf. Bei den Junioren nehmen Aufstellung von rechts nach links. Stefan Veit kommt mit einem Score von 110 Scheiben in das Finale. Stefan ist seit heuer Mitglied des C-Kaders beim Deutschen Schützenbund. Er ist ein erfolgreicher Schütze im Bayerischen Schützenbund und er schießt für. Dann muss ich mal die Buchhaltung schnell ändern. Er schießt für die Schützengesellschaft Hubertus Heidelfeld. Stefan Veit. Position 2 mit einem Score von 109 Scheiben ins Finale. Ebenfalls ein Bayer. Schießen für die JSSV Herr Riesen-Wieseck, Florian Schumerko. Dann auf Position 3 mit dem besten Score vor dem Halbfinale von 111 Scheiben. Michael Schiffer, schießend für die WTC Regensburg, ebenfalls ein Dreier. Er schießt aber nicht für die Oberpfalz. Er ist zwar Oberpfälzer, aber er schießt nicht für die Oberpfalz. Er schießt für den Bayerischen.
Hessischen Sportschützenbund. Dann auf Position 4, Hubert Eberslawi mit einem Score von 98 Treffern in das Finale, in das Halbfinale gelangt, schließend für den WTC Oldenburger Münstermann. Hubert Eberslawi. Dann auf der Position 5 ins Finale gekommen mit einem Score von 104 Scheiben, Philipp Feistel. Philipp Fies für die SPI Sindelfingen, gehört im Landesverband Württemberg an und ist zum ersten Mal im Finale bei der Deutschen Meisterschaft. Philipp Feistel. Dann auf Position 6000 Christian Bergmann, WTC Oldenburger Münsterland, ebenfalls zum ersten Mal in einem Finale vertreten, mit einem Score von 103 Scheiben ins Finale gelangt. Christian Bergmann. So, dann kommen wir. Die Schützenklasse beginnt an Position 1 mit Michael Goldinger. Michael Goldinger ist für den WTC Regensburg, ist mehrfacher Deutscher Meister im Junioren- und Seniorenbereich, hat 2013 und 2014 im Doppeltrap mit der Mannschaft bei der Europameisterschaft in Suhl und in Saarhaus-Guster jeweils den dritten Platz mit der Mannschaft erreicht, heuer den siebten Platz beim Weltcup in Almaty, Kasachstan und den 15. Platz beim Weltcup in München. Michael Goldinger. An der Position 2 Andreas Ulmer. Andreas Ulmer ist ein Neuling im Finale, kein Neuling beim Schießen, aber ein Neuling im Finale des Doppeltraps. Andreas Ulmer schießt für die SSV 1953 Birnheim und zum ersten Mal war er in diesem Finale vertreten. Andreas Ulmer. An Position 3, Paul Piegosch. Paul Piegosch ist der Hobbyschütze im Doppeltrap. Er schießt normalerweise in der Disziplin Trap. Das ist seine Hauptdisziplin, ist als Teilnehmer für die Weltmeisterschaft in Granada qualifiziert. Und seine ganzen Erfolge hat er 2014 mit einem neuen persönlichen Rekord bei den Landesmeisterschaften von 124 Scheiben im Trap. Ist natürlich alles darauf zurückzuführen, er ist frisch verheiratet. Das hat dem Paul nochmal einen Schwung gegeben und er ist vertreten hier im Finale. Paul Piegosch! An Position 4, Andreas Löw. Schießen für den WC Wiesbaden 2011. Vize-Weltmeister im Doppeltrap. Heuer siebter Platz beim Weltcup in München, der sechste Platz bei der Europameisterschaft in Saarhaus-Guster, damit die Qualifikation für das Roten Trio auch. 2013 deutscher Vizemeister im Doppeltrap, qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Granada und ebenso in der Mannschaft, die 2013 und 2014 die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften in Suhl und in Saarhaus-Guster gewonnen haben. Auch Andreas Löw ist frisch verheiratet. Da bin ich übrigens mit. Andreas Löw. An Position 5, Jens Goromczy. Jens hat sich, er hat den dritten Platz 2013 bei der Deutschen Meisterschaft im Doppeltrap errungen, ist bereits schon mehrfacher Teilnehmer gewesen am Finale im Doppeltrap bei der Deutschen Meisterschaft. Er schießt für den Wolfshagen-Club Wiesbaden, Jens Goromczy. An Position 6, Waldemar Schanz.
Er ist der amtierende deutsche Meister im Doppeltrap, ist qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Granada, hat mit seinen Kollegen Andreas Löw und Michael Wolfgruber den dritten Platz mit der Mannschaft bei der Europameisterschaft 2013 und 2014 erreicht. Die anderen Erfolge habe ich Ihnen ja bereits im Halbfinale bekannt gegeben. Wir schenken uns heute, ich hoffe, der Waldi ist nicht böse drüber. Waldemar Schanz! Ich wünsche allen Teilnehmern der Halbfinals viel sportlichen Erfolg, guten Schuss und Schatz, dass in die Weltmeisterschaft kommt. Vielen Dank. Die Junioren gehen jetzt bitte auf Stand B. Aber jetzt habe ich noch eines vergessen, das tut mir jetzt leid, das muss ich aber unbedingt noch sagen. Und zwar, ich habe die wichtigsten Leute, die Kampfrichter, vergessen. Das Juniorenfinale wird geleitet von Helmut Weber. Assistiert von Eiko Harms und Rainer Frömpers und am Computer Frank Best. Das Finale der Schützenklasse wird geleitet von Manfred Kronemann. Er wird assistiert von Dietmar Fauser und Charlie Rahm und am Computer, wie immer, Wolfgang Lieb. Die beiden Jurymitglieder sind diesmal Karl-Heinz Martini und Max Löffler. Die werden sich die Arbeiten aufteilen. Das dritte Jurymitglied haben wir bereits dazu verpflichtet. Aber wir werden mit den zwei Arbeiten kommen. Wenn ich noch verstehen möchte, die Ihnen eigentlich nie zu Gesicht bekommen, das sind unsere Kellerkinder. Die sind jetzt auch im Keller drunten. Das ist die Urlöse Grünmann. Der Konrad und die Silvia Thürmann und heute noch assistiert von Martin Lechner. Wir sehen sie leider nie, aber ohne die könnten wir die Meisterschaften auch nicht gewinnen. Dankeschön und dem Finals einen guten Verlauf. Schütze 1 bereit. Hello.
Oh.
Oh.
Scheibe, Station 1 bereit. Oh.
sein. Auf Position 6 verabschieden wir Herrn Ulmer und gratulieren recht herzlich zum 6. Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Das erste Stechen um den Einzug in das Großmädchen-Match findet statt zwischen Paul Pegorsch mit 25 Treffern und Jens Goronci ebenfalls mit 25 Treffern. Hier wird ein Platz ermittelt für das Großmädchen-Match. Für das Goldmädchen-Match müssen dann stechen Michael Goldbrunner mit 29 Treffern, Andreas Löw mit 29 Treffern und Waldemar Schanz mit 29 Treffern. Der letzte von ihnen fällt raus und findet sich im Großmädchen-Match wieder. Viel Glück für die Schuhkopfs. Schütze 1 bereit. Die erste Entscheidung für den Einzug ins Großmeistermatch ist gefallen. Paul Pigosch gewinnt gegen Jens Goranci mit 2:1 Scheibe. Zum Stechen für das den Einzug ins Goldmeistermatch treten an Michael Goldbrunner, Andreas Löw und Waldemar Schanz. Schütze 1 bereit.
die zweite Entscheidung ist auch gefallen. Die zwei Finalisten im World Rugby Match stehen fest. Andreas Lenz und Waldemar Schank. Im Preisenrundenmatch kommt es jetzt zum Aufeinandertreffen von Michael Goldbrunner und Paul Pieder. Schütze 1 bereit.
Das Mädchen mit großer Medaille ist entschieden mit einer makellosen Runde von 30 Treffern. Große Medaillengewinner Michael Goldbrunner. Mit 26 Treffern gratulieren wir zum dritten Platz Frau Pieper. Zur Belohnung darf der Dritte der deutschen Meisterschaft jetzt gleich zum Fliesen gehen in die Pinkelarena. Ja, gleich zum Fliesen. Ja, und zum Vollkommen rufe ich jetzt auf Waldemar Schanz und Andreas Löw. Bitte, meine Herren, an den Stand. Winter, also das ist. Momentan gibt es nichts zu tun. Aber wenn es noch ein Schiebe ist. Ja, dann wir die Kinder jetzt nicht ganz mit so einem Heisel hin. Die B-Note, gell? Also ein Meter nach rechts. Ein Meter nach rechts ist okay. Perfekt. Schütze 1 bereit. Das können wir also. Dann lassen Sie doch mal. Warte mal. Dann nimmst du den Ton und nimm die Kamera auf die Schütze. Na, bleibt stehen. So.
Oh.
Der erste und der zweite vom letzten Jahr tauschen diesmal die Plätze. Deutscher Meister Andreas Löw mit 27 zu 26 war Waldemar Schanz. Waldemar hatte natürlich ein Einsinn am Schluss, weil die Wurfscheiben so teuer sind. Darum hat er nochmal eine Scheibe gefehlt und damit den Andi Löw zum deutschen Meister gemacht. Ich wünsche allen einen guten Nachhauseweg, im nächsten Jahr ein Wiedersehen in München, und wünsche Ihnen nach Suhl fahren, viel Erfolg in Suhl, und ich hoffe, wir sehen uns gesund im Jahr 2015 hier auf der Schulanlage in München zurück wieder. Danke. Den deutschen Meister der Junioren im Doppelbad möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Das ist Hubert Innerslagel. Als deutscher Vizemeister Philipp Freistl und den dritten Platz belegte Stefan Veit. Herzlichen Glückwunsch.
das erste den Ball, dann ist natürlich der Druck für die anderen weg und wenn die hinter mir schießen. Das war echt genau. Glückwunsch, Dankeschön. Danke. Tja. Und wenn ich ernsthaft schießen will, dann rufe ich dich nach der WM an. Jawohl. Das war aber erst im Oktober, weil im September ich bin. Nein, wenn dann erst im Dezember. Oder vielleicht sogar besser. Im Frühjahr. Ja, noch besser. Weil ich bin jetzt erstmal Oktober, November nicht da. Aber ich bin im September und Oktober fast nicht da. Sehr gut. Also ich habe jetzt erst einmal schön frei. Dann habe ich richtig viel Arbeit im Winter. Und dann, genau. Und dann im Sommer, im Frühjahr. Auf jeden Fall sollten wir das echt. Nimm ja auch andere Waffen mit. Echt juckt. Ja? Ja, sehr schön. Gut, du, danke für alles für heute. Komm, also das war ein bisschen so eine Gewinn, dass wir das Profisport erfolgreich im Profisport so locker sind und vor dem eigentlichen Finale.